Hallo, ich bin der Mert, ich bin 19 Jahre alt und mache eine Lehre als Bürokaufmann. Hallo, ich bin die Patricia, ich bin 23 Jahre alt und ich mache bei der Salzburger AG die Lehre zur Bürokauffrau. Ich habe eine Werbung in der Salzburger gesehen und Bürokaufmann war eigentlich immer so einer meiner Traumberufe und deswegen habe ich mich dazu entschieden, in der Salzburger zu arbeiten. Ich war vorher als Friseurin tätig, habe da auch die Lehre abgeschlossen, wollte dann irgendwie was anderes probieren. Eine Freundin von mir hat mir dann erzählt, dass sie bei der Salzburger AG arbeitet, dass sie super gefällt. Dann habe ich natürlich gleich mal angefragt, ob ich da schnuppern darf, habe mir das ein bisschen angeschaut. Dann habe ich für mich schon irgendwie gemerkt, das passt. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere es und bewirb mich. Was mir jetzt speziell am besten taugt, ist eigentlich bei der Salzburger AG, dass man halt diese vielen Abteilungen durchmachen kann. Weil ein Bürojob schon sehr vielseitig ist. Man kann was mit Finanzen machen, man kann im Kundenservice arbeiten. Und das ist halt einfach cool, weil man so ein bisschen die verschiedenen Facetten sieht und man einfach selber für sich auch irgendwann merkt, das ist das Richtige für mich. Die ersten zwei Tage hatten wir so eine Einführung in die Salzburger AG. Da wurden uns die wichtigsten Leute vorgestellt. Und da haben wir auch einen Versetzungsplan bekommen, wo in welcher Abteilung wir dann tätig sind. Und ja, dann wurden wir schon am dritten Tag in die erste Abteilung geschickt. Das hat Spaß gemacht. Also ich berate gerne die Kunden und ich helfe gerne den Kunden weiter. Und es macht mir einfach viel Spaß, mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Also ich schalte erstmal den Computer ein und dann checke ich erstmal meine Mails durch, die vielleicht über den Abend reingekommen sind. Dann bearbeite ich Kundenanfragen, verschiedene Kundenanfragen von Internet bis zu Strom eben. Ja, und dann bearbeite ich Dokumente. Zurzeit bin ich seit 3 Wochen im Forderungsmanagement tätig. Die sind halt für diese Zahlungen von den Banken zuständig. Und das Erste, was ich in der Früh mache, ist die Zahlungen von den Banken einspülen, dass wir die im System haben. Und die werden dann natürlich auch verbucht. Und dadurch halt einfach also ein bisschen im System Stichproben halt kontrollieren, ob da alles richtig läuft. Ich habe zuerst diesen Aufnahmetest gemacht, wo so geschaut worden ist, ob ich überhaupt so weit bin, dass ich die Matura überhaupt schaffen kann. Ja, der war ganz gut, der Test. Und dann habe ich eigentlich gleich schon mit Englisch angefangen. Habe jetzt ein Jahr lang zweimal die Woche Montag und Mittwoch Kurs gehabt, von 6 bis 9. Und jetzt Mitte Oktober habe ich eh schon die erste Matura-Prüfung. Auf jeden Fall soll man zuverlässig sein, teamfähig sollte man sein, man sollte gerne mit anderen Mitarbeitern arbeiten können. Und auch auf verschiedene Kundenanfragen eingehen. Und es schadet nicht, wenn man EDV-Kenntnis hat.